Nein, nicht. Nee, ist auch falsch. Ah, das sieht richtig aus. Sehr schön. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir uns alle Trailer, die in den letzten 2-3 Tagen rausgekommen sind, angucken. Unter anderem halt hier den Farosan-Figuren-Vorschau-Video, dann noch das vom Wanderer und den Teaser. Ich habe mir alle noch nicht angeguckt. Leider kam ich in den letzten Tagen nicht zu viel. Und das werden wir jetzt alles nachholen. Ich reagiere ja gerne darauf und ihr möchtet auch gerne, dass ich darauf reagiere. Deswegen habe ich mir das tatsächlich bis heute noch aufgehoben. Und das werden wir gleich machen. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch eine Kleinigkeit verlosen. Denn ich hatte in meinem Schuh von meinem Partner Holy ein fettes Paket drin. Unter anderem waren da einmal die 2 neuen Sorten drin. Da haben wir einmal Bratapfel. Die finde das lustig mit dem Bildchen drauf. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Das ist auch komplett neu. Und wir haben noch eine weitere Sorte geschenkt bekommen, auch zu Weihnachten. Und zwar ist da so ein Rentier drauf und das ist Pflaume Zimt mit einer Note oder mit einem Hauch von Zimt. Habe ich beide noch nicht probiert, die gab es letztes Jahr schon und die ganzen Holy-Fans haben sich das zurückgewünscht. Und das vom mit dem Bratapfel, das ist komplett neu, das habe ich selber noch nicht probiert. Deswegen kann ich euch dazu gerade nicht sagen, wie sie schmecken. Aber was ich verlosen möchte, ist ein Probierpaket, was mir Holy ebenfalls zugeschickt hat. Denn ich dachte mir, ich gebe mal was zurück als Dankeschön. Hier sind so ein paar Probierpröbchen drin und die möchte ich gerne an euch verlosen. An die, die gerade überhaupt nicht wissen, wovon ich rede und was Holy überhaupt ist. Ich habe dazu ein separates Video gemacht, aber ganz kurz zusammengefasst. Es handelt sich um einen Gaming-Booster, der vegan ist und auf ganz viel Bullshit, was in anderen Energy-Drinks ist, so verzichtet. Und eine gesündere Alternative sein soll. Und ich bin jetzt seit einem halben Jahr Partner und immer noch ultra begeistert und trinke das fast täglich. Und deswegen gibt es hier ganz viele unterschiedliche Probierpakete, die ich habe. Mit vielen Sorten. Und ich würde sagen, ich teile das auf 2 auf. Und hier gibt es auch Eistee an die, die gar kein Koffein mögen. Da habt ihr dann noch eine andere Alternative. Und wie gerade erwähnt, habe ich noch nie eine Verlosung bei YouTube gemacht und bei den meisten kriege ich das immer mit, die sagen, ihr müsst das Video liken und Kanal abonnieren und das und dies und das machen, folgt mir am besten noch auf Sachen, die ich gar nicht habe, aber das will ich oder kann ich gar nicht alles überprüfen, deswegen mache ich es ganz einfach, schreibt einfach in die Kommentare, schreibt mir auf Discord privat, schreibt mir auf Instagram privat, dass ihr Holy probieren möchtet und dann seid ihr eigentlich im Lostopf schon mit drin. Ich mache es mir so einfach, ich gucke mal, wie viele sich melden. Und wenn sich mehrere melden, schaue ich mal, dass ich das auch vielleicht auf 2 Leute aufgeteilt kriege. Und ja, das ist alles, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Auf jeden Fall fettes Dankeschön an Holy, dass sie mir hier so Probierpakete für euch extra rausgeschickt haben. Und ja, ich bin immer noch nach wie vor sehr gerne Partner und feiere das Produkt einfach zu Tode. Und falls ihr auf jeden Fall selber mal was bestellen möchtet oder ordern möchtet, das sind die neuen Sorten, die kommen heute ab 15 Uhr in den Store. Und es gibt auch 2 Codes von mir, womit ihr sogar Geld sparen könnt. Und vielleicht kennt ihr ja irgendjemanden, der sowas gerne trinkt und vielleicht auch mal als Geschenk haben möchte. Und damit würde ich jetzt aber sagen, legen wir los mit den Videos, denn 3 Stück sind es insgesamt. Die werden sicherlich lang genug gehen und wir fangen an mit Farosan. Untertitel machen wir schon auf Deutsch. No sense of respect. Let's go. Academic research isn't some kind of fad. Topics don't just go in and out of fashion. Der Song macht irgendwie direkt gute Laune. Irgendwie habe ich das bei ihr erwartet, dass es so munter wird und so fröhlich. Aber mal gucken weiter. Sun's life started more than 100 years ago. And her story covers as much ground as some major academic publications. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Diese Vorstellung so, als wäre sie, würde sie sich mit allem auskennen in der kompletten Wüste und sie uns das alles beibringen könnte, ne? Aber ohne Witz, ich finde sie vom Design, keine Ahnung, allein diese ganzen Details, das macht es irgendwie besser als bei vielen anderen. Und ich probiere mal was aus. Ach krass, okay, mit der linken Pfeiltaste kann man ein bisschen zurückspulen. Ich sehe das nämlich manchmal bei anderen Reaction-YouTubern, die drücken irgendwas auf der Tastatur und springen kurz zurück. Deswegen, ich muss hier noch lernen. The base oh, layer cool. Design of elemental monuments. Sure, I'll hang out with you, youngsters. Geil. Dare to mess with me? Truth repeats in court. Das ist schon cool. I
any interest in becoming my student? Die wissen, wie man Charaktere in Szene setzt, ne? Wie man sie richtig gut positioniert oder platziert oder wie ist da erläutert der richtige Begriff? Auf jeden Fall ultra cute. Und die Musik macht einfach gute Laune. Erinnert mich ein bisschen an Colley mit dem vom Trailer her. Feier ich total. What did you say? Oh, I'm old now. So every other phrase is it's my ears. Vor allem, die ist schon über 100 Jahre alt, ne? And I'll see if I can pick that up. Die ist einfach schon über 100 Jahre alt. Guck mal, die anderen werden mir auch vorgeschlagen. Ich habe sie wirklich noch nicht gesehen. Wir machen aber direkt weiter. Mega cool. Ja, sie ist über 100 Jahre alt. Das machen die oft, ne? Die Charaktere sehen jung aus, aber dann sind sie plötzlich 500 Jahre alt. Irgendwie mal cool, wenn das mal vorkommt, aber irgendwie kommt das ja ständig vor. Verstehe ich nicht. Jetzt gucken wir uns erst den Teaser an. Danach die Figurenvorführung. Eigentlich habe ich voll die falsche Reihenfolge gemacht, ne? Von wem, also ich glaube, das kam als erstes raus. Vor 2 Tagen, vor 1 Tag, vor 21 Stunden. Ja, okay, Farosan hat mit den anderen 2 ja nichts zu tun. Dann gucken wir uns erst den Teaser an. Der kam 1 Tag vor der Figurenvorführung. Und hier machen wir auch wieder Untertitel auf Deutsch. So. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe nur gehört, dass er traurig sein soll. I have lost my heart. It hurts. My skin feels like it's on fire. Burning me alive. Turning me to ash. You mean? Ist das gerade, also der wollte ja Arkon werden. Und deswegen. Also das göttliche Herz, ich dachte, das hatte er sowieso. Und das sah irgendwie gerade komisch aus. You wish you had a heart? Have you ever heard this story before? There once was a puppet soldier whose greatest wish was to be with the ballerina doll forever and ever. But the soldier didn't have a heart and didn't know where his feelings came from. One day, his owner didn't want him anymore and threw him away into a fire. But even in the flames, his eyes never left the ballerina. The next day. Diese Musik, diese Instrumente, da kriege ich Gänsehaut schon, ne? Und danach noch zusätzlich mit dieser Stimme, die so verletzlich klingt. Irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? So, keine Ahnung, so leblos hört er sich irgendwie an. Und wenn er dann noch so erzählt, da geht's einem doch schon den Rücken runter irgendwie, ne? His eyes never left the ballerina. The next day, the people found a tiny heart in the ashes left by the fire. Ach, und das Herz war eine Puppe. Probably ashes in the shape of a heart. But that's not a real heart. Maybe. But what if hearts can be born from ashes? How dare you die like this? And break your promise to me? Redet er jetzt... Von wer ist denn jetzt gestorben? Oder von wem redet er? And break your promise to me. What a joke. Er meint doch nicht die Puppe. It's just ashes. Oder redet er von... Oder geht's um das Kind, womit er die ganze Zeit gesprochen hat? Ist es verstorben? If only I could have burned to death in that fire too. No. In fact, I wish I'd never been born at all. Never been born at all. Is that really all you wish for? Oh, das wollte ich nicht. War das jetzt gerade? Ach so, mein Gott. Ich habe ihn, glaube ich,
Habe ich, ist das am Anfang, das ist am Anfang alles Karamusch gewesen. Und ich habe ihn die ganze Zeit schon als Wanderer gesehen. Aber das Kind ist gestorben. Wollten die uns das damit sagen? Boah, krass. Also irgendwie sehr traurig immer, ne? Die wissen schon, wie sie uns das Herz zerbrechen können. Das war echt, ist echt ziemlich sad. Ich hoffe, dass die Figurenvorschau nicht so wird. Aber wahnsinnig gut gemacht, auch mit den Melodien und der Hintergrundmusik. Also, die werden, also ohne Witz, die Trailer, Figurenvorschau, Teaser werden nachfinden, also immer besser. Und ich kann mich noch dran erinnern, vor Patch 3.0 habe ich ein Top-5-Video gemacht mit den Dingen, auf die ich mich am meisten in 3.0 freue. Und ich habe bewusst gesagt, und ich habe an zweiter Stelle oder an dritter Stelle, war von allen Sachen, die ich mich am meisten freue, waren Figurenvorschau-Videos bzw. Trailer. Weil genau deswegen. Weil die werden immer besser. Beziehungsweise, ja, bringen die einen mal zum Nachdenken. Zu guter Letzt gucken wir uns jetzt noch das hier an, den Wanderer-Trailer, Figurenvorführung. Das kam gestern raus, auch das habe ich noch nicht gesehen. Einsamkeit in Gegenwart und Vergangenheit. Mal gucken, ob das auch so einsam wird. Schauen wir mal. Let's go. Voll die pummelige Taube. We heard there's an inn near here. Gonna need you to show us the way. Huh? Ignoriert die einfach. Won't ask twice. Too big strong for two. Jetzt gibt's auf die Schnauze. Asking me to be their chaperone. Is this some kind of joke? Think you're funny, do you? You'll regret that! Sure, I will. Voll das bosshafte Auftreten. Ich muss zugeben, ich werde ja morgen für den Wanderer pullen. Und es ist einer der wenigen männlichen Charaktere, wo ich mir denke, ja Mann, richtig geil. Denn er ist irgendwie so ein Badass halt, ne? Er ist nicht so lieb wie viele andere, sondern hat auch dieses fiese Böse in sich, wenn ihr versteht, was ich meine. Also mega cool, mega cool, mega cool. Ist jetzt auch die Musik voll geil. Ja, okay. Das macht's ein bisschen kaputt, dieses Zunge rausstrecken. Das lässt ihn wieder so, haha, ich bin doch lustig und funny und Troll, anstatt diesen ernsten Blick beizubehalten. Naja, ist vielleicht ein bisschen cute, ne? Das meine ich. The wind rises. Der wird schon lustig. Alter! You'll die a thousand deaths for this! I look forward to that. Sadly, you won't be there to see it! Voll die abgespacete Musik und dieses Flüstern andauernd, ne? Das ist schon richtig gut gemacht. Of space. Just as useless as life. Ich hoffe, ich kann auch so hoch mit ihm fliegen und die Leute in Würgegriff nehmen. You were looking for trouble. No one to blame but yourselves. Huh? Ey!
We're done here. Das hast du gerade versucht, den Vogel wegzuschlagen? Das hat Sympathiepunkte verloren, wobei, aber er ist ein Bösewicht. Naja, ist er ein Bösewicht? Blame by yourselves. Bin mal gespannt, wie es in der Story weitergeht. Mit We're ihm. Done here. Next time you're looking for directions, I suggest you find your own way. Trailer war cool. Ich muss aber sagen, dass ich den Teaser und die Vorführung von Farosan irgendwie angenehmer fand. Beziehungsweise vielleicht wahrscheinlich nur vom Klang oder von der Musik her. Die sind halt fröhlicher gewesen. Hier war es so ein bisschen auch böse und ernst und so. Was jetzt halt nicht direkt schlecht ist, ne? Also völlig okay, völlig okay. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die fandet. Und was war es jetzt mit dem Teaser ganz genau, mit dem Kind? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall soll es das sonst mit dem Video gewesen sein. Morgen ab 8 Uhr bin ich dann live und wir werden das Trading Card Game zocken, um 10 Uhr am Pullen. Und denkt dran, wegen der Verlosung gerne mitzumachen. Probiert es einfach wirklich mal aus. Ich bin wirklich begeistert von Holy und hab da ultra Bock drauf, die neuen Sorten schon zu probieren. Macht einfach gerne mit, könnt ihr was gewinnen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.